Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Heute sind wir ausnahmsweise mal nicht in Basel und der Region, sondern in Luzern, und zwar im Verkehrshaus. Hier findet Swiss Energy Forum statt, was sich alles um den Slogan dreht, clever und smart, der Weg zu einer sicheren und CO2-freien Energieversorgung. Clever, energieeffizient, innovativ, vielleicht bei diesen drei Wörtern wissen Sie schon, dass auch Uptown Basel da wieder eine grosse Rolle spielt. Mit der eigenen Rohrleitungsbrücke und mit dem Wärmeverbund Bierstadt, wo mit erneuerbarer Wärme von Uptown Basel, vom Areal, kann versorgt werden. Und natürlich auch mit Uptown Basel, dem Areal vom Quantentechnologie-Hub, wird Uptown Basel eine grosse Teil davon spielen, das Ziel von einer CO2-freien Energieversorgung vielleicht können zu verwirklichen. Und ich freue mich sehr, heute hier zu sein im Verkehrshaus in Luzern mit dem Damir Bogdan und der Sandrine Straub. Damir Bogdan, vielleicht gerade am Anfang, ich freue mich sehr, Sie so gleich nach dem Quantensymposium bereits wieder vor unserer Kamera zu haben. Kompetenzzentrum für Quantencomputing als Quantum Basel braucht natürlich auch sehr viel Energie. Ist ein Energiefresser, Quantencomputing und künstliche Intelligenz. Aber Uptown Basel hat ja hier Lösungen gefunden und Quantum Computing kann ja auch eine Lösung sein für die Nachhaltigkeit. Inwiefern ist das möglich? Ja, das ist natürlich genau da, in welche Richtung, dass wir das auch aufzeigen heute Nachmittag, weil das ist vielen nicht bewusst. Datenmengen, immer grössere Datenmengen, brauchen auch immer mehr Strukturen. Künstliche Intelligenz ist eine Struktur, die hilft, grosse Datenmengen zu verarbeiten. Jetzt ist es aber so, dass künstliche Intelligenz leider ein Problem hat und Sie haben es vorher gesagt, Sie brauchen immer mehr Strom. Wenn man schon nur schaut, wie viel ChatGPT, um das antrainieren, für das erste Modell an Strom verbraucht hat, dann können Sie ca. 110 Mal nach New York und retour fliegen. Und das ist alles mit einem Flugzeug, eine Person. Und wenn wir jetzt dort noch weiterdenken, dass künstliche Intelligenzanwendungen, die Komplexität der Probleme werden natürlich immer grösser. Und wenn Sie das weiterhin mit traditionellen, klassischen Rechnern machen wollen, dann kommen wir an einen Anschlag an. Erstens einmal sind klassische Rechner irgendwann einmal Grenzen erreicht. Und zweitens können Sie dann dort die Komplexität gar nicht mehr verarbeiten. Und jetzt kommt Quantenrechner rein. Quantenrechner, durch das, dass ein komplett anderes Rechner, sind optimiert auf genauso Anwendungen wie eine künstliche Intelligenz. Und durch das kann ein Quantenrechner gewisse mathematische Operationen 100 bis teilweise 1000 Mal mit weniger Strom rechnen als ein klassischer Computer. Aus dem Grund ist ein Quantenrechner auch ein möglicher Weg in die energiefreiere Zukunft. Sehr, sehr spannend, Frau Straub. Sie haben natürlich nachher das Panel mit dem Herrn Bogdan zusammen. Das ist auch, hat der Titel Hand in Hand, Arealentwicklung und Quantencomputing. Sie haben, sind über die Fankhauser AG mit dem Hans-Jörg Fankhauser, mit dem Uptown Areal stark verwurzelt und haben auch einen Inkubator mit einer Firma, die für Startups aus dem nachhaltigen Bereich da ist. Wenn Sie so ein bisschen die Startup-Szene der letzten paar Jahre beobachten mit der Nachhaltigkeit, was haben Sie da können beobachten, wie sich das in den letzten paar Jahren entwickelt hat, ist das immer zentraler geworden? Also ich glaube, Startups im nachhaltigen Bereich werden immer populärer werden, weil es kann nur in die Richtung gehen. Es muss ökologisch, ökonomisch und sozial sinnvoll sein und dann hat ein Startup ein Geschäftsmodell. In den letzten Jahren, ich würde schon sagen, die erneuerbaren Energien sind immer am kommen und dann Schlüsseltechnologie, Batteriespeicher oder Speichertechnologien von Energien. Und das ist natürlich bei uns auf dem Gelände genau auch so wichtig. Ja. Das Uptown Basel Areal legt ja wirklich sehr grossen Wert auf Nachhaltigkeit. Zu welchem Zeitpunkt sind Sie in das Projekt reingekommen und haben auch Ihr Know-how aus diesem Bereich dort einbringen können? Ich darf jetzt schon fast seit 4 Jahren bei Fankhauser Arealentwicklungen am Uptown arbeiten. Es ist, was ich einfach immer so spannend finde, das Uptown ist so ein grosses Projekt. Es ist ein Bauprojekt. Die Baubranche ist ressourcenintensiv. Es braucht viel Energie, hat viel graue Energie etc. Aber man hat so eine Hebelwirkung, weil man eben so etwas Grosses umsetzt. Und durch das können wir auch durch, also ich meine, Thomas Stechlin, er sagt uns immer wieder, wir haben die Aufgabe, ein nachhaltiges Gelände zu bauen. Und ein nachhaltiges Gelände kannst du bauen, mit, wenn du nachhaltig baust, als Bausubstanz, wenn du Themen wie Erneuerbare reinnimmst, erneuerbare Energien, Kreislaufwirtschaft, Wasserthematik und dass man eben auch genau mit den neuen Technologien mitgeht, weil das kann nur Hand in Hand sein, weil du kannst nicht einfach ein Gelände machen, das dann nicht parat ist für die zukünftigen Technologien. Und das ist wahrscheinlich die Nachhaltigkeit von Uptown Basel.
Und genau wegen dem bin ich auch froh, dass ich zwischen diesen zwei Koryphäen aus diesem Bereich stand. Herr Bogdan, die Nachhaltigkeit ist natürlich in der breiten Gesellschaft, in der breiten Masse angekommen. Jeder weiß, es ist ein wichtiges Thema. Trotz allem gibt es viele Menschen, die das total schon leben, die Nachhaltigkeit. Und dann gibt es aber auch grosse Massen, die das Thema vielleicht noch ein bisschen farblos empfinden. Inwiefern kann vielleicht Uptown Basel und Quantum Basel mit neuen Technologien das ganze Thema sowohl Privatpersonen wie aber auch der Privatwirtschaft in einem vielleicht ein bisschen attraktiveren Kleid präsentieren in der Zukunft? Mir ist, wenn Sie von farblos reden, ist mir das Korallenriff auch vor Australien vor Augen gewesen, wo ich als begeisterter Taucher in ganz vielen Farben gesehen und wo tatsächlich durch die Erwärmung der Meer immer farbloser wird, auch die Malediven. Aber wir müssen nicht einmal so weit gehen. Prinzipiell ist es so, dass wenn wir mit der Energie so weiter haushalten oder mit dem CO2-Ausstoß, dann wird die Zukunft wirklich farblos. Und was wir haben es vorher von der Sandrin gehört, unser Campus ist ein Innovationscampus. Und wer, wenn nicht wir, könnte nicht genau die Sachen auch vorleben, die wir mal vielleicht auch mit unseren Kunden zusammen angehen wollen. Und da, was Sandrin gesagt hat, das ist da, was wir auf dem Gelände machen. Das ist feet on the ground, da sind wir. Wir haben aber auch Heads in der Cloud, wie man so schön sagt, den Kopf in der Wolke und schauen, was kommt über die nächste Geländekammer hinein. Und da können wir jetzt sagen, aus den Erfahrungen, die wir aus unserem weltweiten Netzwerk haben, die wir aus anderen Ländern gesehen haben, was bereits heute in der Energiewirtschaft auch möglich ist, können wir anfangen, dort unseren Anteil dazu beitragen, dass unsere Technologie genutzt wird, um das Ganze zu ermöglichen. Und das ist in Beraterszene, sagt man so schön, eat your own dog food, oder? Und das machen oft viele Leute nicht. Wir sind definitiv die, wir haben es mit dem Nachhaltigkeits-Award für das erste Gebäude bereits bewiesen, aber wir denken da vorwärts und mit dem Vorwärtsdenken nehmen wir unsere Kunden mit und dort gibt es ganz viele Beispiele, die ich nachher auch bringen kann. Heute beim Swiss Energy Forum wird nachher auch beim Panel Uptown Basel als Areal vorgestellt. Wie ist so das Feedback, wenn man Leute von dem ganzen Areal und von der Arealentwicklung erzählt, die vielleicht noch nie davon gehört haben? Ich würde sagen, die meisten sind immer ein bisschen überwältigt von der Grösse, begeistert von der Reichweite, die wir haben. Manchmal ist fast nicht fassbar, dass wir in dieser kleinen Struktur, in der wir eigentlich agieren, Uptown Basel ist nicht ein Konzern wie ein Roche oder ein Novartis, aber wir haben trotzdem so eine Strahlkraft auch für die Region Nordwestschweiz, glaube ich, weil wir sind eines der grössten Areale, die entwickelt werden. Bei der Energieversorgungskette habe ich auch mal gehört, dass es sehr wichtig ist, der Punkt der Dezentralität nicht außer Acht zu lassen. Warum ist Dezentralität in diesem Punkt so wichtig? Also ich glaube, da gibt es viele Experten im ganzen Strommarkt, die das können. Aber ich kann es mit meinen Worten beschreiben. Je mehr dezentrale Energieproduzenten wir haben, also PV-Anlagen, PV-Fassaden, desto mehr ist das jetzt gebaute Stromnetz eigentlich überfordert, weil einfach erneuerbare Energien sind nicht kalkulierbar. Es ist die Sonne scheint oder es ist Wolken vorne dran. Und dann manchmal, wenn halt alle Wolken weg sind, hat es so viel Strom, dass das Netz nicht mehr fähig ist, das alles aufzunehmen. Und wegen dem baut man so dezentrale Microgrids, nennt man das auch, dass der Strom gerade vor Ort gebraucht werden kann und so auch, man will eigentlich Eigenverbraucher werden von seinem eigenen Strom. Dann ist das EV nicht überlastet, das Netz ist nicht überlastet und man hat den eigenen produziert und meistens noch sehr preiswerten Strom. Das ist so in meinen Worten erklärt. Herr Bogdan, wir wissen, bei den Quantencomputing-Technologien ist einiges am tun. Wir wissen, in den nächsten paar Jahren werden die unglaublich erreichen. Wir wissen aber noch nicht genau, wenn und wie. Trotz allem kann man mit Quantensimulationen jetzt schon Branchen und Themenbereiche abdecken und in denen auch CO2-Emissionen massiv eindämmen. Wie ist das jetzt schon möglich? Das Beispiel, das wir vorher von der Frau Straub gesagt haben, ist zum Beispiel etwas. Wir wissen, dass wir mit der Zeit immer komplexere Fragestellungen haben, wenn es um die Betreuung oder um das Stabilisieren von Stromnetz geht. Und Quantenrechner, die lieben Komplexität. Je komplexer, desto Quantum, kann man so schön sagen. Weil das ist genau der Vorteil von einem Quantenrechner, der dann auch parallel rechnet und nicht sequenziell wie ein klassischer Computer. Und wenn man jetzt anfängt, immer mehr diese Daten hineingeben, wie das Stromnetz mit all diesen Faktoren, sei es eben das Wetter zum Beispiel, oder wie viele Leute gerade bidirektional wie bei uns auf dem Gelände aus Auto laden, aber auch wieder entladen mit diesen Solarstromanlagen. Das sind alles Faktoren, die immer komplexer werden. Und was wir uns erhoffen, ist, dass man mit Quantentechnologie künftig wird dort durch die Stromnetze
noch nicht gerade in Realtime, aber sehr bald einmal, irgendwann einmal sehr nah dran können steuern und stabilisieren oder stabil behalten. Das ist so ein Ausblick. Jetzt, wenn Sie mich nach einer Jahreszahl fragen, die kann ich Ihnen nicht sagen, aber wir können nur sagen, das Problem ist passgenau für das, was ein Quantenrechner kann. Und Quantenrechner entwickelt sich exponentiell weiter. Also wir werden irgendwann einmal ein Interview haben, wenn das da ist. Da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Und vielleicht noch als abschließende Frage. Wir sind hier beim Swiss Energy Forum. Es geht um Innovationen. Innovation bedeutet ja amigs auch Sachen anders machen. Also anders machen, wenn man es bis jetzt gemacht hat, aus bestehenden Strukturen ausbrechen. Was denken Sie persönlich, sind vielleicht Möglichkeiten von einer nachhaltigen Energieversorgung, wenn man sich dann eben mal getraut und über den Tellerrand rausschaut? Ich glaube, eins, also das kommt mir jetzt einfach spontan in den Sinn, man muss immer schauen, wo sind die Experten in den verschiedensten Themen. Und dann muss man alle an den Tisch bringen. Aber manchmal muss man vielleicht auch jemanden dazu nehmen, der jetzt nicht so eine grosse Ahnung hat und die Sachen mal hinterfragt. Und so kommt man vielleicht auch wieder auf ganz andere neue Lösungen. Aber klar, man muss ein Zusammenspiel haben, aber auch das Wagen von vielleicht ganz etwas Neuem. Wenn es um neue Blickwinkel geht, kommt mir natürlich auch Plug and Play in den Sinn. Uptown Basel als Kompetenzzentrum auch für Startups. Inwiefern hilft Plug and Play vielleicht auch im Thema Nachhaltigkeit mit Startups? Genau, das ist eines von diesen Fokusthemen, die wir dort auch sehen. Wir haben geschaut, wer ist auf der Welt die Firma oder der Accelerator, der am meisten Startups anschaut. Und Plug and Play schaut pro Jahr 19'000 Startups in 17 verschiedenen Industrien an. Und aus dieser Auswahl haben wir gesagt, suchen uns die, die zum Thema Nachhaltigkeit, Wasser, Water Purification und Waste Management, also Abfallvermeidung, die besten Ideen haben. Und die bringen wir bei uns auch mit an den Tisch und die können dann auch mitdiskutieren mit unseren Kunden und das ist dann definitiv etwas, was wir neue Blickwinkel nennen. Herr Bogdan, Frau Straub, vielen, vielen Dank für den tollen Talk. Ich lasse jetzt auch springen. Es geht zum Panel, was genau um die Thematik geht, Hand in Hand von Quantencomputing und Arealentwicklung. Sehr spannend, die ganze Thematik Innovation und Nachhaltigkeit. Auch das geht Hand in Hand. Danke für den Talk.